Er hat mich verlassen am Flughafen. Er ist nie wieder gekommen. Frau Meier! Frau Meier! Raus aus meinem Büro! Genau, es geht wieder los. Frau Meier war so dominant und stark. Hi, herzlich willkommen zu DIY-Inspiration. Und herzlich willkommen zu einer Reaction. Und ich habe schon den Titel gesehen. Eva hat das Video ausgewählt. Ja. Es ist Frau Meier versus der neue Vermieter. Mhm. Und habe ich recht, es geht um René und um dich? Es geht um René und um mich. Ich will als Frau Meier das Haus zurück. Es ist eine Freunde-WG-Folge, die Nummer 102. Es gibt reichlich Freunde-WG-Folgen. Ja, ich habe diese Woche auch schon eine Freunde-WG-Folge geguckt mit Claudio. Da ging es um Merle, die einen Stinkefisch in ihrem Zimmer hatte. Ah, okay, ja, ich erinnere mich. Sam, der ins Krankenhaus musste. Aber wegen der Biene? Nee, weil er zu viel gegessen hat. Okay. Aber ich bin also sehr gespannt. Ich bin ja Freunde-WG-Fan. Wer nicht? Los geht's! Mit Merle, Sam und Liz. Frau Meier, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Also wir freuen uns, dass Sie da sind und ja, auch, dass Sie uns dabei helfen. Aber dass Sie wieder da sind. Also Sie wollten doch eigentlich wegfliegen. Ja, also irgendwie komisch ist das schon. Ist irgendwas Frau passiert? Frau Meier war jetzt irgendwie weg, ne? Ja. Also ich glaube, so vom Kontext her ist es so, um kurze Zusammenfassung vorher, Frau Meier wollte, glaube ich, auswandern und hat das Haus verkauft an den neuen Vermieter. Aha. Und dann dachten sie erst so, oh cool, ein neuer Vermieter, der ist bestimmt jung und cool. Aber er war jung und gemein. Oh. Und jetzt wollen sie ihn alle wieder loswerden. Bin bei irgendwas helfen? Also, ist was passiert? Ja, nein, macht euch überhaupt keine Sorgen. Ich bin gesund und ich hoffe, ihr natürlich auch. Ja. Ja, ich muss es eh erzählen. Also, es gibt die Kurzversion für euch. Das ist ein Geheimnis. Ja, ich war mit meinem Partner ja schon am Flughafen. Es war alles gebucht, die Koffer waren gepackt, wir wollten los. Frau Meier, ein Partner? Ja, ich glaube, er hat mich verlassen am Flughafen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir werden es jetzt gleich erfahren. Nein. Ich glaube, da war ein Mann oder? Im Spiel. Das ist mein Haus. Vielleicht wollte er nur das Haus von mir haben oder so. So Gedanken noch und dann dachte ich so an euch zurück und ich dachte so, ich kann das nicht durchziehen. Also ich kann der Mann hat sie am Flughafen nicht verlassen, sondern sie hat einfach an die Freunde gegeben. Ich bin ja eigentlich wie eine Mama für euch und ja. Deswegen habe ich es mir dann anders überlegt. Ich habe mich mit meinem Partner noch mal hingesetzt. Wir haben noch einen Kaffee getrunken. Und ich habe ihm gesagt, du, ich muss zurück. Ich kann und dieses Haus. Ist alleine losgeflogen. Scheinbar habe ich ihn wegen der Freunde-WG am Flughafen sitzen lassen. Frau Meier hat ihren Mann sitzen lassen, weil sie lieber das Haus von der Freunde-WG verwalten möchte. Ja, es gibt Wünsche. Die Freunde-WG nicht alleine lassen. Und ich muss mich darum kümmern. Und er hatte Verständnis, wir sind noch zusammen. Ja. Er wird mich besuchen kommen bald, aber er geht erstmal. Geheimnis, er ist nie wiedergekommen. Super für uns, aber tut mir leid. Ja, alles okay? Ich finde das so toll. Frau Meier, Sie sind die Beste. Frau Meier und Sam. Sam ist ja total emotional, weil Frau Meier sich für die Freunde-WG gegen ihren Mann entschieden hat. Ja. Geworden und komme zurück in die Freunde-WG. Ach, Sam, das ist so süß von dir. Nein. Also macht euch keine Sorgen, Frau ihr kommt zurück in die Freunde-WG. Ich glaube das nicht. So, super, dann können wir hier hochgehen und das Haus zurück. Merle, ich bin zwar selten eine Spaßbremse, aber Sie haben den Vertrag unterschrieben und er baut schon alles oben um. Also, wie wollen Sie Ihr Haus zurückbekommen? Es tut mir leid, aber das Geld haben Sie doch auch schon bekommen. Also, ich sehe da keine Chance. Auch wenn Sie sagen, wir kriegen das Haus zurück, wir sollten uns vielleicht ein anderes Haus suchen. Vielleicht mit dem Geld ein anderes kaufen und die Freunde-WG dort einziehen lassen. Ich weiß ja nicht, vielleicht mit einem großen Zimmer für mich. Oder? Okay. Sam hat wieder nur eigennützige Motive. Rein zufällig. Zimmer für Sam. Ja, der liebe Sam. Sam, lass das mal die Erwachsenen regeln. Es ist nämlich so, ich hätte das Geld schon vor 2 Tagen bekommen sollen, aber das Geld ist nicht auf meinem Konto. Also, okay, und das heißt? Der Vertrag ist nichtig. Oh mein Gott. Das ist super. Und wisst ihr was? Wirklich super. Frau Meier, Merle, ihr bleibt einmal kurz hier. Du gibst Liz am besten auch noch mal Bescheid. Ja. Und ich möchte das so richtig genießen. So richtig genießen. Hey Liz, Merle hier. Oh mein Gott, du glaubst es nicht. Bei der Freunde-WG haben übrigens alle, die am Telefon sind, immer so ein Stück. Egal ob Mann, ob Frau. Ich glaube, bei dem Arzt, wo die angerufen hat, klang das genauso wie bei Liz. Wie geht's dir eigentlich? Ja. Ja, okay, wenn du die Freunde-WG vermisst, perfekt, pass auf. Ich bin mit Sam heute hier in unser Haus wiedergekommen. Lange Geschichte, erzählen wir dir später. Auf jeden Fall will Frau Meier das Haus zurückhaben. Das heißt, wir können hier wieder einziehen. Hallo Liz!
Ja, Frau Meier ist auch hier. Hallo, Liz! Ja, sagt sie. Ich rufe jetzt eine richtige nette Freundin von denen. Es ist jetzt so, dass wir das Haus wieder zurückholen und dann können wir wahrscheinlich wieder hier einziehen. Kommst du heute auch vorbei? Ja, ja, die war am Anfang ein bisschen dagegen und hat immer gesagt, sie sollen ruhig sein und so. Aber dann hat sie doch sehr an ihnen gehangen. Ja, anscheinend so sehr, dass sie nicht auswandern. Ich konnte nicht auswandern deswegen und irgendwas war auch, ich glaube, mit Liz sollte auch mal zu ihr ziehen oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hast du nicht auch mal? Du hast nicht? Aber du bist grundsätzlich dabei? Doch, das auch, ja. Und Anja war von uns. Super, Frau Meier, ist auch dabei bei der Aktion. Ich glaube, das ist das gleiche Haus. Sehr, sehr gut. Aber sie kommt erst Die wohnen ja im gleichen Haus, ja. Kein Problem, ich rufe sie später an. Ja, hallo. Das man sieht uns schon wieder hier. Wir haben uns doch schon gesehen. Ja, ich bin einfach hier, weil ich glaube, ich denke, dass Sie hier das nicht sein sollen. Das Vermieter. Ist der neue Vermieter. Oh, natürlich bin ich hier. Ich wohne auch hier. Hat der Achso, auch haben Sie das hier Tübe gekauft? Ja. Nein, das Sportshirt an oder? Es ist einfach René. Hatte René das zufällig da an? Ich dachte, ob das so zu seiner Rolle gehört. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist einfach René. Ja, das sieht irgendwie auch aus wie René. Ja. Da sind Sie sicher? Ja, da bin ich ganz sicher. Ganz sicher. Ja. Also, und außerdem, das hat Sie doch gar nichts zu interessieren. Sie haben das Geld also überwiesen. Ja, also das geht Sie doch gar nichts an. Also was wollen Sie? Mich vielleicht, da haben Sie recht, mich geht das gar nichts an. Ich meine, das ist ja nicht mehr die Freunde-WG. Aber ich kenne eine Person vielleicht, die das interessieren könnte. Okay, und wen? Frau Meier? Frau Meier! Warte, Frau Meier, die ist doch im Urlaub. Der wird total ganz blass. Wollte der etwa Frau Meier das Haus klauen? Der wollte Frau Meier betrügen. Der wollte Frau Meier das betuppen. Haus... Betuppen natürlich, Entschuldigung. Er wollte Frau Meier um das Haus bringen. Er wollte nicht bezahlen. Ja, das ist aber nicht gut. Frau Meier, kommen Sie einmal hoch. Frau Meier! Frau Meier, kommen Sie ruhig hoch. Ist egal, ob mir das nicht gefällt. Aber... Frau Meier! Frau Meier, hallo! Frau Meier, was machen Sie denn hier? Sind Sie nicht im Urlaub gewesen? Nee, ich habe mir das anders überlegt. Ich wollte hier eigentlich auswandern, aber nee, ich habe mir das anders überlegt. Ich hätte doch lieber das Haus zurück. Moment, aber ich habe das... Auswandern oder das Haus zurück? Auswandern, das ist ja Haus wie Urlaub, zurück. Ne? Das eine, das andere. What? Ja, nein, das zum Kaufen gehört Geld. Und ich habe kein Geld von Ihnen erhalten. Aber das habe ich doch überwiesen, das Geld. Doch. Bitcoins oder was? Ich glaube, Bitcoins würde Frau Meier sogar nehmen. Ich habe 2 Wochen Zeit zu zahlen, es ist nichts da. Und damit würde das Haus wieder an mich zurück. Nein, das kann aber nicht sein. Also ich habe das überwiesen und das muss die Bank gewesen sein. Die Bank, die hat da wahrscheinlich einen Fehler. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir eigentlich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaubt Frau Meier nicht, dass das ein Bankfehler ist. Also das wird jetzt einfach dazwischen Tür und Angel geklärt oder was? Nee. Eben noch so laut und jetzt auf einmal ich schmeiß sie dir raus. Frau Meier, raus mit dir. Sam hetzt Frau Meier auf den Vermieter. Nochmal Glück gehabt. Ja, lassen Sie uns mal in mein Büro gehen und da besprechen wir das alles mal vernünftig und dann können Sie mir auch zeigen, wo Sie das Geld überwiesen. Naja, mein Büro existiert noch natürlich nicht. Ja, Frau Meier, das machen wir so. Dann würde ich sagen, dann gehen wir in Ihr Büro, in mein Büro natürlich, in mein Büro. Ja, lassen Sie uns. Das ist jetzt sein Büro, das ist jetzt das neue Vermieter. Frau Meier, wir warten dann hier, ne? Wir warten hier. Ich will aber nicht hier warten. Ich hab dein Zimmer noch nicht gesehen. Und wo er jetzt im Büro ist, ja, lass mich das doch gucken, was er gemacht hat. Vielleicht ist es ja sogar positiv. Also komm jetzt. Ich glaube, er hat das Zimmer umgebaut. Ich glaube, er wollte umbauen und ich glaube, da hat er schon so einiges gemacht. Hm? Oh, das ist eine Baustelle. Ach, das war parallel dazu, wo Daniels Studio umgebaut wurde. Ja, anscheinend. Oh, das war richtig cool. Das ist richtig gut genutzt worden. Das ist eine neue Wand. Also, er macht sich eine neue Wand. Er macht sich eine Wand. Coole Sache. Also, an einer Stelle, ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich meine, er macht die weißt Arbeit du, früher für die Wand. Früher war da in der Wand so eine Seitenschale. Dann ist das für dich. Verstehst du? Deswegen kann ich die Fläche an einem Farbstreifen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, welche Farben willst du denn? Ja, genau. Pink, blau, grün, lila, gelb. Ich glaube, wir bleiben lieber bei blau. Vielleicht bekomme ich das. Aha. Ich aber wissen nicht, ob ihr es bekommt. Frau Meier muss das erstmal klären. Ja, genau. Das also, ich möchte jetzt wieder nicht die Sparte. Ja, und ich glaube, da ist noch die Halloween-Dekoration an der ja, anderen da Seite. Das ist irgendwie blutbeschmiert. Das ist doch blutbeschmiert. Das auch nicht zurückbekommen. Ja, okay, aber wow. Das ist mal eine Baustelle. Das ist wirklich ja, schön. Schönes Baustelle. Haben Sie hier, ne? Achso, ja. Ich habe hier noch nicht ganz aufgeräumt, aber sonst ist das viel schicker hier. Ja. Das ist nur mein Chaos. Auch dein Computer. Also, ja, ich gerade auch gesagt, das ist mein Chaos. Ja, ich habe hier schon die Bankverbindung, aber. Fotos von dir. Das, ja. Geladen, aber, das müsste da eigentlich stehen. Hier, genau hier steht.
Ja, doch, das ist doch tagaktuell. Das müsste doch drauf sein. Beziehungsweise müsste es ja von ihrem Konto schon abgegangen sein, wenn das aktuell ist. Und das sehe ich da nicht. Aber wie kann das sein? Hat die Bank einen Fehler gemacht oder das Internet funktioniert heute nicht. Ich glaube nicht, ich kenne die Bank, ich bin ja bei der gleichen. Bei diesem heftigen Betrug. Er wird auch immer blasser und immer vorsichtiger und es tut ihm immer mehr leid. Herr Frau Meier, ich weiß nicht. Also da hatte ich persönlich noch nie Probleme mit. Die sind sehr, sehr zuverlässig. Und ich muss Ihnen auch sagen, mein Anwalt hat mich auch angerufen und auch gesagt, dass ich hier nochmal drauf gucken muss. Ja, okay, also, aber... Der Anwalt hat gesagt, Frau Meier muss drauf gucken. Aber Anwalt hin oder her? Und weißt du, wer Frau Meiers Anwalt ist? Sam. Nein, wirklich? Nicht wirklich. Ich weiß nicht, studiert Sam Jura? Vielleicht. Nee, der Vater von Sam war da nicht Anwalt. War der Anwalt? Das kann sein. Das hat doch bisher eigentlich gut geklappt. Und als Vermieter, da hatte ich doch eigentlich auch echt Probleme. Das war Herr Zufall. Als Mieter meinen Sie, als Sie bei mir zur Miete gewohnt haben. Ja. Ja, da hatten wir keine Probleme. Aber ich sag mal so, es ist ja was anderes, ob man Miete bezahlt jeden Monat oder ob man ein Haus kauft für mehrere hunderttausend Euro. Ja, das stimmt natürlich. Das ist schon ein Unterschied. Aber vor allem so ein Riesenhaus. So ein Riesenhaus. Wir kennen uns noch nicht so lange. Vielleicht kostet das auch so. Wir sind seit vielleicht 2-3 Monaten. Wir sind schon einige Wohnungen drin. Also mein Anwalt hat mir da was erzählt und ich muss auch sagen, ich war nicht zufrieden damit, wie sie mit der Freunde-WG umgegangen sind. Das hat mir nicht gefallen. Aber das ist doch jetzt egal. Er hat die Freunde-WG ja rausgeworfen und ist in ihre Wohnung eingezogen. Deswegen baut er da oben ja auch um. Und wie sind die da jetzt in die Wohnung reingekommen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er die Schlösser nicht ausgetauscht. Oder wahrscheinlich hat er die Tür offen stehen lassen. Oder nee, das ist mir persönlich ist das überhaupt nicht egal. Und ich möchte auch, dass die hier wieder einziehen. Und ich möchte auch mein Haus zurück. Aber können Sie vielleicht einfach 6 Monate warten mit der Zahlung? Dann habe ich das bestimmt zusammen. Und dann hat die Bank vielleicht auch nicht mehr den Fehler gemacht und dann ist das Geld bestimmt auf dem Konto. So, mein Lieber, ich mache Ihnen jetzt mal ein sehr gutes Angebot für Sie. Also, ich bekomme mein Haus zurück. Die Freunde-WG bekommt ihre Wohnung zurück. Sie können tatsächlich bei uns wohnen bleiben. Also Sie bekommen auch Ihre alte Wohnung zurück. Oder mein Gegenangebot an Sie, wir ziehen vor Gericht. Und das wird sehr, sehr teuer und sehr, sehr hässlich. Frau Meier, Sie sind aber auch echt knallhart, oder? Vielleicht habe ich mich da ein bisschen übernommen mit der Energie. Ich finde es auch sehr, ich hätte den da nicht wohnen lassen. Ich persönlich hätte den da nicht wohnen lassen. Wenn der dir das versucht, das Haus zu klauen? Wenn der mir das Haus wegnehmen will, keine Ahnung. Wenn ich das Geld und den Kredit von der Bank bewilligt bekomme, ehrlich gesagt. Kommt die Wahrheit raus. Raus. Dann machen wir das so. Kein Anwalt, kein Gericht und so. Und dann darf die Freunde-WG hier wieder wohnen. Aber die Baukosten, die möchte ich nicht bezahlen. Also die Baukosten für die Freunde-WG, die übernehmen Sie. Okay. Ja, ich wollte eigentlich eh modernisieren. Ja, das können wir machen. Ja, das ist in Ordnung. Ja, die Baukosten übernehme ich. Und jetzt raus mit Ihnen. Runter von meinem Stuhl und raus aus meinem Büro. Frau Meier, haben Sie das jetzt geklärt? Was? Ist alles gut. Wir haben achso, jetzt auf einmal. Ja, alles gut. Das war nur ein Missverständnis. Raus! Frau Meier hat gesagt, Sie sollen raus! Frau Meier, ich kenne nicht mit den Kindern. Raus, Kinder! Frau Meier? Ich bleib ruhig. Okay, Frau Meier. Was ist denn jetzt? Können wir wieder einziehen oder... Also, viel wichtiger ist, bekommen Sie Ihr Haus zurück. Ja, Sam, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ja, ich schlage meine Schlachten noch selber und ja, was ich habe mein, hab mein Haus wieder. Hat man wieder. Dir diesen Satz vorgesagt, Eva? Ja! Oh Gott! Das heißt, ihr zieht wieder ein, ihr bekommt eure Wohnung wieder. Alles wird wie immer. Kinder, es geht wieder los! Kinder, es geht wieder los! Nein, gleich! Sam war ein Eher. Warum umarmen die dich nicht? Weiß das ich nicht. Erwartet. Ich auch. Ich würde jetzt tanzen, aber ich mache es nicht. Nee, lass es bitte einfach. Wir rufen Liz an und dann darf ich wieder in mein Zimmer und die Freunde begehen. Ich bin wieder da. Wie oft weint Sam eigentlich? Ich glaube, in dieser Folge hat er mindestens 2 oder 3 Mal geweint. Es war eine wunderschöne Folge, so ereignisreich. So ereignisreich. Und Frau Meier war so dominant und stark. Und so verliebt in die Freunde-WG. Ja, war wirklich herrlich. Wieder witzig. Hat Spaß gemacht, die Freunde-WG-Folge zu sehen und dich als Frau Meier zu sehen. Ja, es ist immer lustig. Das ist meine Lieblingsfolge übrigens. Ja, ist eine richtig coole Folge. Also, wenn sie euch auch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, kommentieren. Gerne Glocke auch aktivieren und natürlich auch bei Freunde-WG vorbeigucken und natürlich auch bei euren neuen Serienformaten. Genau, einfach bei Spiel mit mir vorbeischauen. Mhm. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bis wieder. Bis dann, tschüss!